Der Tech-Milliardär Elon Musk hat nach dem Kauf des Online-Dienstes Twitter massiv Mitarbeiter entlassen. In einem ersten Schritt seien im Oktober 2022 nach der Übernahme bereits die Hälfte freigesetzt worden. Zusammen mit der zweiten Welle verbleiben von ehemals 8.000 nur noch 1.500 Beschäftigte. Die radikalen Einschnitte seien notwendig gewesen, da Twitter sonst nur wenige Monate überlebt hätte, so Musk gegenüber der BBC am Mittwoch. Nach der Übernahme durch Musk seien viele Werbekunden abgewandert. Sie befürchteten unter dem kontroversen Unternehmer ein negatives Umfeld für ihre Tweets. Außerdem belasten hohe Kreditrückzahlungen für den Kauf des Online-Dienstes das Geschäft. Jüngst seien aber wieder Werbekunden zurückgekehrt. Vor der Übernahme machte Twitter fast sein gesamtes Geschäft mit Werbeeinnahmen. Im Frühjahr 2022 versuchte Musk, seine Ankündigung, Twitter zu übernehmen, rückgängig zu machen, da er den Kaufpreis als nicht angemessen bewertete. Der Fall landete vor Gericht, wobei Musk gegenüber der BBC bestätigte, er hätte dem Kauf letztlich zugestimmt, weil er durch die Richter sowieso dazu gezwungen worden wäre.